Hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zur zweiten Newcomer TV-Nacht im Wonne April hier in die Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunus. Es ist ein wunderschöner Tag und ich habe eine der heißesten Bands der Region hier bei mir, die Jungs vom Tinnitus Project. Hallo erstmal. Tag. Hi. Hi. Servus. Gude. Ihr macht gefühlt bewegungsgefühlbezogene Unterhaltungsmusik. Was kann man darunter verstehen, außer dass es Tanzmusik ist und dass es super geil sein soll, was die Legende so erzählt? Oh Mann, ich habe gehofft, dass du jetzt die Nolke gibst, die Frage. Ja, also unsere Musik, die geht einfach ins Ohr und die soll sich da drin verfangen und dadurch wird dann das Bewegungsgefühl hervorgehoben. Das heißt, eigentlich ist es eine Form von moderner Gymnastik? Korrekt, ja. Also Mutter- und Kind-Touren haben wir abgeschlossen. Jetzt machen wir bewegungsgefühlbezogene Unterhaltungsmusik, eben weil wir unseren Stil ganz schlecht beschreiben können selbst. Ihr seid seit 1996 zusammen. Wie habt ihr es geschafft, euch nicht gegenseitig immer wieder ins Gesicht zu boxen, sondern miteinander gemeinsam liebevoll umzugehen und lange, viele Jahre Musik zu machen? Indem wir uns ab und zu mal ins Gesicht boxen, verbal. Das passiert schon öfters. Also wie bei jeder anderen Familie auch. Wir sind halt wie eine kleine Familie, ein schöner Freundeskreis. Und wir sind ja auch gewachsen. Wir waren erstmal nur wenige Leute und dann standen halt die Freunde im Proberaum mit rum, denen hat es gefallen und dann mussten sie halt ein Instrument lernen und mitmachen. Für alle Verliebten. Es ist ein Anblick, der mich erwärmt, wie der erste Sonnenschlag an einem Frühjahrsmorgen. Morgen. Deine anmutige, grazile Art lässt mich träumen von romantischen Stunden.
schon bei dem ersten Blick in deine Funkelperlenauge spürte ich die Verwandtschaft unserer Seelen. Bei jeder Geste, bei jedem Blick erstrahlt deine innere Schönheit wie die Schüssel voller Gold am Ende des Regenbogens. Und ich geh langsam auf dich zu und ich sag dir meine Nacht doch jetzt endlich in dein Ohr. Zwar professionell Musik, aber ihr lebt nicht von eurer Band. Nee, aber ohne die könnte ich nicht leben. Das ist ein schöner Satz. Das heißt, ihr seid alle noch berufstätig. Wie kriegt ihr das hin? 8 Stunden am Tag arbeiten, dann noch Familie, soziales Umfeld. Wie viel bleibt da noch übrig für die Band? Da bleibt genug übrig eigentlich. Also bei mich brauchst du da nicht fragen. Ich habe keine Familie, ja. Also ich freue mich jeden Mittwoch auf die Probe. Ne? Also so viel schon mal, einmal die Woche probt ihr, genau. Und das ganz regelmäßig? Ja, das jede Woche, das steht, das ist wie der heilige Sonntag für die Kirchgänge, ist es der heilige Mittwoch für uns Rock'n'Roller. Das sind so eines der zehn Gebote. Genau. Geht's mit Musik! Auf geht's mit Musik! Auf geht's mit Musik! Auf geht's mit Musik! Ich bin für immer ein Apfelweinpapier. Ich trinke ihn mit Wasser oder auch nur einfach nur mit Bier. Ich trinke ihn mit Wasser oder auch Ruhe, einfach nur mit Bier. Apfelwein ist das Blut dessen. Danke! Seid ihr gerade am aktuellen Album irgendwie zu arbeiten oder habt ihr gerade was veröffentlicht? Was ist bei euch in der Pipeline? Nee, gar nichts. Wir werden ein paar tolle Videos von hier bekommen. Gehen wir mal von aus. Also ich höre die Leute schon unten brüllen. Ja, das ist jetzt das Projekt. Wir haben eine CD aufgenommen, aber das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Wir sind da ein bisschen langsamer, was das angeht. Wir sammeln wieder neue Ideen, machen neue Songs, aber nichts auf Zelluloid oder CD oder
als Film? Das ist ja auch bei uns schwierig, weil bei uns ist eine offene Probe. Also jeder, der Lust hat, der kann auch vorbeikommen. Und deshalb ist es auch oft schwer, was Neues zu machen. Wenn wir was Neues machen, gibt es dann immer so separate Proben, wo man ein bisschen... Weil mittlerweile ist dieser Mittwoch nicht nur für uns Bandmitglieder heilig, sondern es kommen auch einige Gäste. Alles ist klar. Sein Ziel ist vorbestimmt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Reise, sie beginnt. Ein Strudel reißt ihn mit sich. Zieht ihn in den Orbit rein. Die Nacht, das wird der Hit. Alle werden glücklich. Get ready for takeoff. Ist der Party-Astronaut im Menschenbund? Ein Riesenapplaus aus dem Universum für 5 Minuten Ruhm. Hallo Jörg, hallo Andi. Es ist unglaublich schön, euch zu sehen. Es war nicht einfach, weil ihr seid ja imaginär immer auf Tour. Also euch irgendwie, zu kriegen, dass ihr euch synchronisieren könnt und dann diesen Newcomer-Gig dann tatsächlich spielt. Inwieweit habt ihr euch vorbereitet auf dieses heutige Konzert? Werden Pyros knallen? Werden Tänzerinnen tanzen? Was wird heute passieren? Das ist einfach nur pure Punkrock-Energie ohne irgendwelchen Schnickschnack drumherum. Wir haben eigentlich sonst gar nichts dabei und wir haben uns vorbereitet wie immer. Wir haben gut geprobt. Wir sind fit und wir freuen uns auf den Gig.
Punkrock, das bringt mich auf diesen Gedanken, als Punkrock-Schlagzeuger muss man ja unglaubliche Konditionen haben. Du siehst auch sehr gut trainiert aus. Das heißt, du warst heute Morgen im Fitnessstudio oder? Nein. Nicht. Das heißt, du kannst dich unaufgewärmt an Set setzen und dann das ganze Set durchspielen, ohne zu schwitzen. Also ich schwitze generell nicht, also Sauna ist bei mir sowieso unten durch, ja, schwitze ich auch nicht, deshalb, also brauchst du keinen Kopf machen, dass ich hier irgendwo heute schwitzen sollte. Ich wärme mich zwar vorher auf, ja, aber ich sag mal, unser Set kriegen wir schon hin. Schon als kleines Kind hat man dir gesagt, sei schön leise und sei schön brav. Und so geht's weiter, Jahr für Jahr. Immer nur gebückt, immer unsichtbar. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Der Phönix spreizt die Flügel und hebt ab. Bitte und schrei, du liebst es laut, der laute Schrei. Es ist auf und fühlt sich frei. Ist alles nicht auf deinen Tränen. Leben ist viel zu kurz, um immer leise zu sein. Wir gehören zwar eher zu den Dezenten, aber manchmal muss einfach raus. Wenn wir euch feiern sehen und die Bestimmung spüren, halten wir es auch nicht länger aus. Dann wird getrunken und gelacht und jede Nacht und Tag gemacht. Bis das Morgengrauen lacht, wir lieben laut, der laute Stein. Wir nähern auf und fühlen uns frei. Kommt alle mit auf diesen Film. Denn das Leben ist viel zu kurz, um immer alleine zu sein. Gelten diese alten Gesetze des Punkrocks noch oder macht ihr neuen, authentischen, aktuellen Punkrock? Also ich bin generell eh kein Fan von alten Gesetzen. Von daher würde ich sagen, ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden, dass wir das trotzdem alles ordentlich mit reinpacken können, ohne dass wir irgendein altes Gesetz mitnehmen müssen. Und wenn ich dieses Interview von euch lese, gefühlte 30 Jahre Punkrock-Energie und 200%, also seid ihr schon 30 Jahre zusammen? Ihr seht beide noch so jung aus. Ja, also ich bin nicht mehr so jung. Andi schon, aber wir sind keine 30 Jahre natürlich zusammen. Aber Martin, also unser Basser, der jetzt hier nicht dabei ist, und ich, wir machen schon locker 30 Jahre zusammen Musik. Hier kommt Piraten! Die von hinten kommt gleich nochmal einen Schritt nach vorne. Wir segeln unter keiner Flagge. Der Kompass ist unser Gefühl. Keiner spannt uns vor den Karren. Never ever. Und spielt mit uns ein falsches Spiel. Ideologisch. Keine Reise war
Krieges. Hier ist keiner, der die Segel. Unsere Schultern legt, blicken wir doch nach vorn, wo am Horizont wieder die Sonne aufgeht. Oh, 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 oh. Oh. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, weil ich denke immer, ich bin ja noch oldschool, für jede Band ist es total wichtig, ein Album zu machen. Aber irgendwie hast du dann auch gesagt, ja, wir haben zwar eine Menge Layouts angelegt, aber eigentlich veröffentlicht ihr nur Singles. Also das heißt einzelne Titel und die werden veröffentlicht, weil kein Mensch mehr ein Album kauft. Ist es so? Das ist so, genau. Also es ist schwierig gerade für kleinere Bands, ja. Man produziert eine CD, ein komplettes Album und das kostet ja, sage ich mal, einen Betrag X. Also sagen wir einfach mal 15.000 Euro an erstmal Produktionskosten, Studiokosten, Mastering, CD-Produktion, dann hast du noch kein Marketing, gar nichts. Und ja, und dann ist halt die Frage, wer kauft denn die CDs? Denn du bringst die Songs natürlich auch. Ich. Ja, du? Okay, du bringst die Songs natürlich auch auf Spotify raus, weil anders geht es ja auch nicht mehr. Und dann sagen da viele, warum soll ich die CD kaufen? Ich bin eh bei Spotify, Amazon Music oder Apple Music und kann das streamen. Und dann holst du diese Kosten, holst du ja durch die Streams nicht rein. Das ist richtig. Und was du beim CD-Verkauf früher schon hinbekommen hast. Und das funktioniert dann. Wieder ein gebrauchter Tag. Alle hier starren mich an, als ob ich für Leben irgendwas kann. Als wäre ich schuld an ihrem Verdruss. Ich merke, dass ich hier was ändern muss. Fuck! Hey, was geht denn nach hier? Hey, ich glaub, ich kann nicht mehr. Lass uns rennen, bis zum Sein schlecht. Und tanzen, bis wir zusammenbrechen. Für uns ist kein Weg zu weit. Denn das ist unsere Zeit. Hallo, lass uns träumen und nie mehr erwachen. Und nur noch verrückte Sachen machen. Man lebt nur einmal, also macht es bereit. Denn das ist unsere Zeit. Hey.
hier auf. Schmeiß mich auf die Couch, will immer schlecht drauf. Die Werbung sagt mir, was mir noch fehlt, damit die Leere mich nicht mehr quält. Jeden Tag der gleiche Frust. Ich merke, dass ich hier was ändern muss. Das Leben nur erleben heißt, wenn man seine selbstgebauten Mauern einreißt. Hey, was will denn an mir? Hey, ich glaub, ich kann nicht mehr. Lass uns rein bis zum kleinen Geschlecht. Lass uns träumen und nie mehr erwachen und nur noch verrückte Sachen machen. Man lebt nur einmal, also mach dich bereit, denn das ist unsere Zeit. Nur noch verrückte Sachen machen. Man lebt nur einmal, also mach dich bereit, denn da